Wie kann man nur so viel Pech haben wie ich, Leute? Warum muss uns das passieren? Dieser Urlaub war echt bisher geil, aber das ist wieder so eine Sache, die alles kaputt macht. Guten Morgen! Wir sind gerade aufgewacht, es ist schon 15 Uhr oder so. Wir waren allerdings auch erst um 8 Uhr morgens pennen. Ihr kennt den Hustle, Leute. Okay, wahrscheinlich eher nicht, aber egal. Wir haben auf jeden Fall mega Hunger. Ich hatte heute Nacht schon mega Hunger, aber es hatte keinen Laden mehr auf. Deswegen das Erste, was wir machen, ist was essen zu gehen. Und guck mal. Das ging fast schief. Mein guter Kumpane, der AJ, ist auch am Stüssel. Hey, guten Tag. Ich bin's, AJ. Manchmal heißt ich auch Kevin. Mach auch mal so ein Slide. Das müsst ihr nochmal vom Meister lernen, AJ. Kein Meister ist je vom Himmel gefallen, Mann. Okay, Leute, wir machen jetzt mal einen McDonald's-Geschmackstest, weil in jedem Land, finde ich, schmecken die Burger anders. Ich bin gespannt, wie es in dem Mac so schmeckt. Ich bin gespannt. So, Leute, wir haben jetzt auf jeden Fall hier einen Mac Royal Bacon bestellt. Den gibt es in Deutschland eigentlich gar nicht. Der Laden innen sah auf jeden Fall mega clean aus. Also es war voll sauber alles und es sah auch voll systematisch aus. Hat schnell funktioniert, dass wir unser Essen bekommen haben. Besser als in Deutschland sogar, finde ich. Aber jetzt kommt natürlich der Test. Soll ich testen? Gönn dir. Ja, geht klar. Der würde in Deutschland, glaube ich, genauso schmecken. Nice. Chicken Nuggets und Yo. Oh, ich wollte, bevor wir hier in den Urlaub geflogen sind, unbedingt mal gucken, wo ich vor knapp 10 Jahren ungefähr war. Und ich wusste noch, dass direkt vorm Hotel links so ein Mc's ist. Und wir waren ja gerade in dem Mc's und dann ist mir so aufgefallen, warte mal. Ich glaube, hier ist der Ort, wo ich war. Und dann sehe ich das Hotel. Und ich erinnere mich noch ganz genau an diese Fenster. Und ich habe da früher mit meinem Bruder Getränke aus der Minibar genommen und die rausgeschüttet auf irgendwelche Leute. Ja, das würde ich natürlich heute nicht mehr machen, aber ich war klein, Mann. Das ist so ein Nostalgiegefühl hier gerade. Alter, what the f***. Warum das so krass ist für mich, kann ich jetzt leider nicht erzählen. Das ist ein bisschen zu privat, aber... Digga, wir sind hier einfach aus Zufall gewesen und wir haben vor einer Woche noch geguckt, ey, wo war das? Und ich hatte eigentlich vor, dahin zu gehen und jetzt sind wir wirklich zufällig in der Straße gewesen. Und die war weit weg von unserem Hotel. Also die Straße, wo wir gerade sind, die ist weit weg von unserem Hotel. You good? Kennt ihr mich noch? Kennt ihr mich noch? Kennst du mich noch? Nee, okay. Ihr denkt euch, Alter, das ist nur ein Hotel, aber ich verbinde damit mehr als nur das Hotel und so. Jo, wir haben uns gerade Calippo geholt. Alter, gönnt euch mal, was es hier für Sorten gibt. Das hier ist für dich, Bro. Ich nehme Strawberry, das habe ich früher auch immer in Portugal gegessen, am Strand. Das hat immer 2,50 Euro gekostet. Das war immer so überteuert, das wusste ich noch. Alter, ich fühle gerade richtig diese alten Zeiten, Leute. Das ist so ein geiles Gefühl irgendwie. Ich weiß nicht, ob ihr sowas kennt. Irgendwann locker mal. Alter, wie krass sieht das aus? Ja, das schmeckt so geil. Ich bin ja auch voller Zitronenfan. Schock. Ich kann aber nicht in Eis reinbeißen. Artus macht das immer, ich krieg da mal so Gänsehaut. Oh. Oh, Digga. Oh. Voll lecker. Gehirnfrosch. Aua. Ich stelle meine Schuhe auch mal dazu. Das Ding ist, die Leute sind hier auch viel, viel cooler damit als in Deutschland. In Deutschland gibt es halt so viele Spießer, es ist einfach so. Oder? Ist leider ein Fakt, Leute. Die meisten Leute sind hier auch einfach mega cool damit und verstehen auch Spaß. Die zum Beispiel haben auch voll gelacht gerade. Selbst wenn die uns auslachen, hallo? Dann haben die Spaß mit uns. Ja, ist so. Nee, aber Barcelona ist wirklich eine mega geile Stadt. Ich kann es euch nur empfehlen, falls ihr mal mit eurer Familie irgendwo hinfliegen wollt oder alleine oder mit eurer Freundin. Hast du Barcelona gesagt? Habe ich Barcelona gesagt? Hat sich's angehört. Aber Barcelona ist wirklich... Ja, ich meine Lissabon. Upsi, wenig Schlaf und so. Autsch, Leute, Alter, ich wollte ja gerade skaten, aber meine Schuhe sind einfach nicht gut dafür, weil das sind keine Skateschuhe und ich bin ja auch noch nie geskatet. Nur mal halt so einen Trick, wenn nebenbei. Mann, Alter, ich hätte so Bock auf Skaten hier und wir haben kein Board, Digga. Junge! Wow! Ich hatte gerade voll Angst, die Tauben zu hitten, Alter. Say, Artus Weichert. Ja, du weißt, heißt es. Guys, follow Artus Weichert on Instagram, alright? Artus Weichert. Artus Weichert. Yeah, bro. Nice. Irgendwann übe ich den auch, Leute. Schreibt es in die Kommentare. Übrigens habe ich hier gerade eine nice Skate-Session gehabt. Die sah so aus ungefähr. Die sind richtig satisfying. Schaut euch das gleich an, Leute. Wir gehen mal irgendwo hin, wo ich den auf den Boden werfen kann. Hä? Bro.
kaputt. Nach drei Würfen oder so. Alter. Nicht, dass die Leute denken, ich pinkel hier hin. Ich hoffe, das ist auch Wasser da drin und nicht irgendwas anderes. Ey, werf mal gegen die Wand. Da war gerade ein Polizist und ich habe so voll zu ihm geworfen. Okay Leute, jetzt treffe ich, ohne einen Polizisten zu treffen. Second try. I made it, Mom! Wir haben nochmal Trinken gekauft, Leute. Es ist schon fast leer. Wir haben so Durst gehabt. Beides ist voll warm, aber die Sonne scheint halt nicht. Ah, AJ, Digga. Wo ist deine Bauchtasche, Bro? Ich weiß es nicht, hat die, Mann. Oh. Ich finde dich. Und dann gibt's Hauer, Alter. Mach ich den Backflip auf deinen Nacken, du. Doch. Junge, ich hab die jedes Mal angehabt. Findet mal einen Vlog, wo ich die nicht anhatte, Alter. Ohne Spaß. Digga. Oh, das heißt, du hast bald eine neue Tasche. Das ist kein Zufall. Oder ist das Zufall? Sorry. Dass die Flasche steht, ist das Zufall? What? Ah, see. Ups. Oh. Ah. No. It doesn't matter. Bye. Lissabon ist so eine geile Stadt. Die Leute sind hier viel chilliger drauf. Die sind alle so ein bisschen so wie wir halt, oder? Alter. Digga, dein Herz. Oh no. Ja, nee, oder? Fertignudeln? AJ googelt hier gerade erstmal eine Runde. Wer hätte gedacht, dass das Garnelen sind? Und Curry. Alter. Ich dachte so, okay. Und, okay, doch, das hier ist Chicken. Alter, ich hab das richtig. Ich hab Chicken zufällig gegriffen, Leute, wenn ich nicht. King bin. Ja, wenn ich King bin, weiß ich auch nicht. Dann bin ich King Artus. King Arthur, König Artus, genau. King. Lass es einfach, das ist Wallisch. Wallisch. Ja, da heißt es Artus. So, die dachten, ich kaufe den jetzt. Ich habe den zurückgestellt. Wir wollten uns nämlich eigentlich nur boxen, damit läuft. Aber wir kaufen uns jetzt hier Essen, so Nudeln, weil wir haben Wasserkocher, mehr haben wir auch nicht. Wir haben keinen Ofen oder so. Der Struggle ist auf jeden Fall real, aber ich hab mega Hunger. Schaut, wie ich zitter, Leute. Das wäre krank, wenn man so zittern würde. Oh. Stress und so. Ja. Voll der Turm, Digga. Right. Wir müssen echt viele Nudeln essen gleich. Wow, you good? Oh. Sorry. Ich mach jetzt einen Jump, okay? Ja, Digga, das schaffst du eh nicht. Klar schaff ich den. Mehr oder weniger. Nicht. Ein Digga, was sollst du? No joke, lass erstmal ins Hotel essen gehen. Nein, okay, Leute. Ich wollte mich hier gerade nice ready machen, ein bisschen chillen und was essen. Nehm schon so meine Mütze vom Kopf. Und dann ist mir aufgefallen, hey, wir haben gar keinen Topf. Nein, Spaß. Wir haben keine Löffel, Leute. Wir müssen nochmal los und Löffel holen. Let's do it. Das Wasser wird kalt. Das heißt, wir müssen los und hier dein einer Dread, der ist schon auf dem Weg dahin. Warte, warte, stopp. Hi. Are you good, bro? Löffel holen. Digga, du hast auch keinen Plan, was ein Löffel ist, oder? Was? Das ist eine Gabel, Digga. Ja, ich hab mich umentschieden. Das ist ja eigentlich keine Suppe. Das sind ja eher Nudeln mit Wasser. Achso, nee, das ist eine Suppe. Nudeln mit nicht viel Wasser. Nicht, dass die Cam kaputt geht. Ab ins Hotel. Na! Wie kann man nur so viel Pech haben wie ich, Leute? Warum muss uns das passieren? Dieser Urlaub war echt bisher geil, aber das ist wieder so eine Sache, die alles kaputt macht. Kaputt im wahrsten Sinne des Wortes. Ey, Leute, irgendwie habe ich das Gefühl, es war kein Zufall, dass wir eigentlich den Flug hierher gar nicht bekommen hätten können, weil wir wollten mit dem Zug fahren und haben ihn komplett verpasst und es gab keine andere Möglichkeit. Und ich habe dann noch gesagt, okay, wir fahren Taxi, obwohl wir gerade mal ganz durch Zufall wach geworden sind an dem Tag, als wir hierher geflogen sind. Eigentlich sollte AJ mich da wecken, er ist eingeschlafen und dass ich wach geworden bin, ist ein Wunder. Vielleicht hätten wir hier gar nicht erst herfliegen sollen, dann wäre das alles, was in diesem Urlaub passiert ist, gar nicht passiert. Ihr habt es mitbekommen. Erst wurde AJs Tasche geklaut, die Bauchtasche, die er in jedem Video getragen hat. Und jetzt... Ich will es gar nicht aussprechen. Oh, ich will es nicht aussprechen, Leute. Ich will es nicht aussprechen, Mann. Das hier ist mein MacBook. Was ist hier passiert, Mann? Es geht einmal über den kompletten Screen, Mann. Digga, wie konnte das passieren? Ich kann es mir nicht erklären, Leute. Ihr wisst gar nicht, wie teuer dieses Ding war. Ich habe mir damals Geld geliehen, damit ich das kaufen kann.
Also das MacBook, das hat 4000 Euro gekostet. Junge, und jetzt schreibt mir irgendwer die ganze Zeit. Mann! Oh Mann, Leute, es kann nicht schlimmer kommen, ey. 4000 Euro habe ich jetzt in wenigen Sekunden einfach verloren, weil das MacBook ist kaputt und eben war es noch komplett heile, Mann. Hast du irgendwas damit zu tun, AJ? Na, Digga, ich schwöre, ich habe damit nichts zu tun. Ich check's auch nicht. Warum lachst du denn so? Ja, findest du es irgendwie witzig, oder? Nee, eigentlich nicht. Das ist schon hart, Digga. Du bist... Alter, was willst du machen unter deinem MacBook, bitte? Oh, man. Schreibt mal in die Kommentare, wie ihr euch an meiner Stelle fühlen würdet. Was würdet ihr jetzt machen? Würdet ihr ausrasten und das Ding komplett kaputt machen? Würdet ihr sagen, ach, Mensch, das passiert mal, ich kaufe mir ein neues? Nein, Leute, ich gebe nicht gern viel Geld für sowas aus. Meistens hat es immer irgendeinen Sinn, wenn ich Geld ausgebe, auch wenn es manchmal unnötig erscheint. Das war wieder ein weiterer Tag aus meinem crazy Life. Und ja, auch in so einem Leben passiert mal Scheiße. Und lass dich da nicht lange drüber aufregen. Im Endeffekt kann ich es jetzt nicht mehr ändern. Lasst auf jeden Fall ein Abo da, Leute. Haut auf den Abonnieren-Button. Hier gibt es mega nice Sachen zu erleben mit mir. Mein Life ist auf jeden Fall schon ein wenig anders. Keep the grind alive, guys. Und peace.